watercolor memories of the way we were. Maya Hagford ist einer der größten Musical-Stars unserer Zeit. Sie erreicht immer neue Höhepunkte in ihrer Karriere. 2024 spielt sie etwa in Shanghai, richtet einen Barbra Streisand-Abend im Konzerthaus aus, spielt Sunset Boulevard in Innsbruck und führt ihre Voices of Musicals Konzertreihe fort. Warum sie manchmal als schwierig gilt und wie viel Glück zu ihrer Karriere gehört hat, das verrät sie mir im Interview. Es gehört alles dazu. Es gehört natürlich muss man schon mit dem Material kommen. Ja, das habe ich von der liebe Gott bekommen, die Stimme. Ich habe immer gesungen. Ich wollte immer Künstlerin werden. Das war ganz klar für mich. Ich habe diese Welt, um mich reinzufließen zu lassen in andere Rollen, als extrem befreiend empfunden. Und auch als eine Entwicklung, weil du lernst über jede Rolle lernst du einen Teil von dich selber kennen. Und kannst das ausbessern oder du kannst es spüren oder verdoppeln oder, also ich fand es immer faszinierend. Du hast keine Grenzen mehr, ne? Also dann gehört schon Fleiß dazu. Du musst dein Handwerk lernen, weil sonst kannst du das mit den Nerven nicht zusammenfassen. Wenn du dann auf der Bühne stehst und du kennst dein Handwerk nicht und es kann mal sein, dass du müde bist oder es kann mal sein, dass du irgendwie nervös wirst, wenn du dann dein Handwerk nicht kannst, dann übernimmt die Angst deine Performance und dann bist du schon ein bisschen verloren. Ehrgeiz, ja, ich habe schon einen Ehrgeiz. Gegenüber mich selber, um das Beste aus mich herauszuholen. Weil ich das finde, dass ich mir das verpflichtet bin, auch unsere Schöpfer es verpflichtet bin, dass wenn er mir das beschenkt, diese Qualität, dann soll ich auch was draus machen. Und auch gegenüber das Publikum. Ich habe ein großes Respekt vor das Publikum. If we had the chance to do it all again, tell me, would we, could we? Woher kommt diese Motivation? Möchte sich eine Maya Hagford nicht mal zurücklehnen und sagen, so, ich habe eigentlich fast alles erreicht. Ich habe das Goldene Verdienstzeichen und ich habe den Musiktheaterpreis und ich habe noch den Goldenen Rathausmann. Also jetzt ist auch irgendwann genug. Jetzt ist Zeit nur für mich. Nee, weil das ist Zeit für mich. Das Lustige ist, dass ich nicht entkoppelt bin an meinem Beruf. Das ist meine Persönlichkeit und auch meine Kraft und auch meine Energie. Ich spüre mich auch viel, nicht viel besser, aber schon sehr gut über meinen Beruf. Für mich ist mich zur Ruhe legen total fad. Also das inspiriert mich auch gar nicht. Du tust mir auch keinen Gefallen, mir einen Urlaub zu schenken und mich am Strand hin zu platzieren. Das da stellst ich, du dich zur Band, oder? Ja, zur Band. Oder ich gehe Galerien anschauen. Oder ich gehe in die Natur. Oder ich mache irgendwas, aber nicht nirgendwas. Weil ich finde es verlorene Zeit, wenn ich nicht kreativ sein kann. Diesmal, für immer, ich bin wieder da, bin zurück, vor Haben dich deine Eltern dazu erzogen, zu einer selbstbewussten jungen Frau? Oder war das wirklich in dir drinnen? Und ja. Nein, meine Mutter hat mich schon so erzogen, sehr selbstbewusst. Lass dich niemals sagen, Maya, dass du irgendwas nicht kannst. Frauen, gerade im Showbiz, die eine Stimme haben, werden oft als schwierig abgestempelt. Interessanterweise ja. Männer nicht. Hattest du damit zu kämpfen? Was soll ich denn da drauf sagen? Immer. Aber wir sind jetzt in einer Zeit, dass ich nur drüber lachen kann. Es regt mich auch nicht mehr auf, weil ich lache dann einfach nur. Es ist, was es ist. Ja, aber ich sage es dann meistens vorher schon. Okay, also es ist egal, wenn man was sagt, ist man schwierig. Wenn man nichts sagt und man sich zurückzieht, ist man auch nicht in Ordnung, weil dann ist man nicht sozial. Wenn man nicht lieb genug ist, ist es das wieder. Wenn man zu, also als Frau, also ich kümmere mich nicht mehr drum, was die anderen sagen. Also wie wirklich war das nicht. Früher?
Ja, da habe ich mich schon natürlich irritiert, dass wenn ich zum Beispiel auch, ich war immer auch mit dem Ton so beschäftigt, ja. Weil wenn meine Stimme nicht so klingt, wie ich das möchte und der Tontechniker was anderes draus macht, bin ich damit nicht happy. Das verstehe ich natürlich, ja. Na danke, du verstehst das. Das ist ein Markenzeichen. Der Tontechniker verstand es aber nicht und dann... dann haben wir es doch hingekriegt und dann haben ganz viele Künstler immer gesagt, von der, wenn die Maya kommt, dann müssen wir mit dem Ton so. Und jetzt war es dann so, also bitte ist die Maya dabei, weil dann kann sie den Ton einstellen, dann klingen wir alle gut. Weißt du, irgendwann hat es sich dann so verwandelt in was Positives, dass sie gemerkt haben, die ist nicht nur ein Perfektionistin und die ist nicht nur schwierig, die sagt einfach, das, was sie will und was sie hören will. Und ich habe ja ein paar Ohren und ich will bestimmte Frequenzen hören in meiner Stimme. Und ja. Glaubst du, war das vielleicht auch der Weg zum Erfolg, dass du dir so treu geblieben bist, dass du immer wusstest, wofür du stehst, was du kannst und was du willst? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. I'm much my bad out. At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it. Also letztes Jahr war ein Traum für mich, weil ich konnte die Früchte pflücken von dem Baum, die ich gepflanzt habe und die ich ja gepflegt habe und gearbeitet habe. Erstens mal, weil es vor Schönbrunn dass ich nochmal die Elisabeth singen konnte und auch so in dieser Form Abschied nehmen konnte, mit so vielen Menschen, ich meine, vor 33.000 Leute zu spielen in 3 Tage, ist natürlich sowas von einer Herrlichkeit, die wir als Theaterperformers fast nie haben. Und dann ging es nach Shanghai, 2013 oder 2014 war ich in Shanghai, um da... Auch schon wieder 10 Jahre her. Ja, mit den Fans einen ganzen Fan-Tag zu machen, mit der Roberta Valentini, die damals die Elisabeth gesungen hat in Shanghai, gemeinsam noch am Schluss auf der Bühne zu stehen, in Elisabeth-Kostüm. Das war schon ein Hype und dann haben sie meine DVD gekauft. Und während ich eigentlich nichts gemacht habe, die Vorarbeit hatte ich dann schon geleistet, hat das eine eigene Dynamik bekommen. Und dann wurde dieses Konzert publiziert und in 6 Minuten war ich ausverkauft. Und jetzt haben sie mir die Hauptrolle gegeben für ein neues Musical, das ist neu geschrieben worden, ist eine Kooperation mit England und das heißt Lady M und es geht um Lady Macbeth. Und da haben sie mir die Hauptrolle angeboten. Ja, ich finde es total aufregend. Und auch mit Streisand, weil ich ganz viele Lieder schon gesungen habe, aber ganz viele Lieder nicht, weil ich will natürlich auch, dass das Publikum mich über sie nochmal neu kennenlernt. Ihr habt ja viele, das habe ich zumindest gelesen, hast du gesagt, ihr habt sehr viele Ähnlichkeiten, sehr viele Parallelen. Was verbindest du denn mit ihr? Die Frechheit. Also Frechheit ist das falsche Wort. Frech zu sein, mutig zu sein. Ich meine, ich kann mich eigentlich nicht vergleichen mit ihr, weil sie ist eine absolute Ikone. Streisand lebt... Aber du bist eine Musical-Ikone. Ja, okay. Ich bin natürlich viel mehr auf der Bühne gewesen als sie. Und sie ist ja natürlich im Studio gewesen und hat Filme gedreht und Filme regisiert und produziert und. Aber sie hat immer gearbeitet. Und ich glaube, in jeder Phase von ihrer Zelle ist sie mit der Kunst verbunden. Ich habe etwas mehr Zeit für meine Familie genommen, weil ich das auch wollte. Was mich total unterstützt, ist, dass sie auch immer gesagt hat, wenn ich was gesehen habe oder wenn ich wirklich überzeugt war, dass es so sein sollte, dann hat sie ihren Mund nicht gehalten. Sie hat es kommuniziert und das hat mich auch immer total ermutigt, dass man daran glaubt und dass man erst glaubt, dass es nicht gut ist, wenn es wirklich schief läuft. Also dass man wirklich einen Fehler macht und dass man sagt, ui, das Lied passt wirklich nicht oder die Rolle passt wirklich nicht zu mir. There'll be nothing to be guilty of. Our love will climb any mountain near or far. We are
werde nie in Pension gehen und ich werde mich auch, glaube ich, niemals, nee, ich werde mich niemals sagen lassen, dass ich aufhören muss. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Lass mal schauen. Ich bin erst auf die Hälfte. Nein, bin ein bisschen über die Hälfte. Sehr gut, wir hoffen, es geht noch viel und lange weiter. Ich sehe einfach nur, wie wenn du über deinen Job oder deine Projekte sprichst, wie dieses Funkeln in den Augen, dieses Feuer, das in dir brennt. Also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das so schnell vergeht. Genau, und wenn man mich nicht mehr auf der Bühne sieht, dann sorge ich dafür, dass die Leute auf der Bühne kommen. Sehr gut, danke dir. Got a highway to the sky.